Hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, schön, dass du da bist. Direkt aus Griechenland möchte ich mit dir besprechen, wie kommst du möglichst schnell zu deinen Manifestationen? Was hält die ganze Geschichte immer noch auf? Und die erste Antwort ist natürlich, es bist du. Es bist immer du. Du bist Schöpfer. Du bist Königin, du bist König in deinem Universum. Nichts und niemand kann dich aufhalten, außer du dich selber. Und womit hältst du dich auf? Mit deinen Gedanken, Annahmen, Ansichten und Überzeugungen. Und diese Überzeugungen, die sind so fest in uns reinprogrammiert, die stehen uns einfach hier permanent im Weg. Und unsere einzige Aufgabe ist, diese zu lösen, das loszulassen, nicht deinen Wunsch loszulassen. Nein, dein Wunsch ist für dich, dein Wunsch ist dir schon garantiert. In dem Moment, wo du diesen Wunsch überhaupt haben kannst, ist die Erfüllung schon garantiert in unserem energetischen Universum, in deinem energetischen Königreich. Ist alles für dich gedacht, alles für dich schon da, schon vorbereitet, es ist alles schon ausgelegt für dich. Nur offensichtlich bist du noch nicht dort. Die Sachen sind dort. Wenn du jetzt hier so schaust, bei mir, in meinem Hintergrund, hier ist alles da. Alles ist da in Pracht und in Fülle. Und wenn ich natürlich zum Swimmingpool will, zum Beispiel, aber jetzt hier stehe und sage, wo ist der Swimmingpool? Wieso ist der Swimmingpool nicht da? Und ich schaue nach vorne, das wäre jetzt hier das Vorne, wenn ich mich umdrehe und ich sage, wo ist der Swimmingpool? Wo ist der Swimmingpool? Der Swimmingpool ist da, aber ich bin nicht da. Und was hält mich davon auf, nicht beim Swimmingpool zu sein, zu sagen, der Swimmingpool ist nicht da. Ich weiß nicht, wo der Swimmingpool ist. Aber es gibt einen Swimmingpool, weil ich wünsche mir einen Swimmingpool. Und aus diesem Grund, wie kommst du zum Swimmingpool? Wie kann es sein, dass du dort bist, dass du schwimmst eben? Neville Goddard sagt's, living in the end. Living in the end. Es ist so schön am Swimmingpool. Es ist so schön, es ist so frisch am Wasser. Ich freue mich so sehr über dieses frische Wasser. Das frische Wasser ist genau richtig für mich. Das entspricht mir. Und das ist das Living in the end. Und wenn es bei dir jetzt auch um eine spezielle, besondere Person geht, warum ist diese Person nicht da? Diese Person ist da. Du kennst sie. Sie ist in deinem Kopf. Sie ist mit dir ganz, die ganze Zeit unterwegs, die ganze Zeit ist sie bei dir. Aber wie? Und das musst du für dich herausfinden. Ist diese Person in Anwesenheit, in Perfektion, in einer wunderschönen Beziehung mit dir? Ist diese Person in deinem Kopf, in deiner Vorstellungskraft fehlerlos, einfach genau so, wie du es haben willst oder eben nicht? Und das ist eben einer der Gründe, warum diese Sachen nicht da sind, warum diese Verzögerung stattfindet, warum immer wieder dieser Moment kommt, wo du dich fragst, warum ist es nicht da? Und genau in diesem Moment, wo du dich fragst, warum ist es nicht da, genau in diesem Moment bestellst du wieder ab. Du bestellst ab. Du sagst, naja, es ist nicht da, also ist es abwesend? Warum ist es nicht da? Wo ist es nicht? Und wir leben, wenn wir nicht achtsam sind, immer wieder in der Abwesenheit unserer Wünsche. Unser Living in the End beinhaltet die Abwesenheit unserer Wünsche. Und das will ja niemand. Also musst du dir erlauben, ohne Beweise im Außen, in deiner inneren Welt zu leben, in dem Wissen, dass deine Wünsche ja da sind. Sie sind da. Und wie lebst du, wenn nichts fehlt? Wie lebst du, wenn kein Geld fehlt? Wie lebst du, wenn keine Liebe fehlt? Wenn kein Liebster fehlt? Wie lebst du? Und da geht es eben auch darum, dass du dir Zeit nimmst für dieses Konzept und zu sagen, wer bin ich? Und es geht ja nur um dich, weil die Reflexion im Außen reflektiert deine innere Welt. Und deine innere Welt, das sind deine Gedanken.
Und solange deine Gedanken eben noch in Angst und Zweifel und Abwesenheit sind, wird dir die innere Welt genau das widerspiegeln. Und du wirst es niemals schaffen, dieses Gesetz zu brechen. Du kannst es nur für dich nutzen und kannst deine innere Welt deinen Wünschen entsprechend ausschmücken, eben dein Living in the End. Und vielfach, wenn ich mit Leuten anfange, im Coaching zu arbeiten, wissen die nicht mal, wie ihr Living in the End ist. Bist du auch so jemand wie ich, jahrelang zu sagen, ja, das, was ich sehe, was ich habe, will ich nicht. Und auf die Frage, aber was willst du stattdessen, wie willst du stattdessen haben, gibt es keine Antwort. Bist du jemand, der hier ein Konzept hat? Hast du dein Konzept? Bist du sonnenklar? Oder hast du das immer irgendwie wieder vermieden, mit dir wirklich selber ehrlich zu sein? Und es geht wirklich nur über diesen einen Weg, dass du die Energie bist, dass du die Idee bist, dass du die Vorstellung bist von dem Leben, das du dir wirklich wünschst. Und der Verlockung widerstehst, im Außen zu schauen, was du da siehst aus deiner Vergangenheit, was du da siehst an Beweisen, dass du nicht da bist, dass du nicht hast, was du möchtest. Und das ist dieser große Sprung, der zu machen ist und der, da ist man zu bleiben. Dr. Joe Dispenza nennt es, du musst über die Brücke ans andere Ufer, du musst in die andere Welt, du musst in die andere Realität. Und wie kommst du da rein? Durch eine andere Identität, dass du weißt, wer du bist in diesem erfüllten Wunsch. Und der Verstand, der braucht Konzepte, der arbeitet mit Konstrukten. Das ist ja auch das, was dich in der Vergangenheit hält. Das sind Konzepte und Konstrukte, die dein Verstand gefressen hat und verfolgt. Und der einzige Weg in eine neue Realität, in eine neue Welt, ist eine neue Identität mit neuen Konstrukten und neuen Denkkonzepten. Die musst du dir erarbeiten und die musst du einstudieren. Und da geht es durch. Das ist das Nadelöhr. Und dieses Handling und dieses Management, wenn alte Konzepte, alte Konstrukte in Form von Angst, in Form von sich abgewiesen fühlen, in Form von nicht geliebt fühlen, nicht gut genug fühlen, nicht richtig fühlen, hochkommen, zu lernen, wie du das managst, so dass du eben dein Living in the End, deinen Wunsch nicht verlierst. Und auch so oft ist es der Fall, dass du deinen Wunsch verloren hast, obwohl du ihn schon mal hattest. Und dann kommt wieder diese Angst, die immer wieder sagt, wenn es da ist, wenn es gut ist, dann muss ich befürchten, dass es mir wieder verloren geht. Und all diese Konstrukte, all das, was ich dir jetzt sage, wo du kennst, das steht deinem erfüllten Wunsch, deinem erfüllten Leben, deinem Traumleben mit Geld, mit Fülle, mit Liebe, mit Leichtigkeit, all das, was du wünschst, das sind einfach diese Konstrukte, die dich in dem Mangel halten, die dich in deinem alten Leben halten. Und ich bin darauf spezialisiert, diese Konstrukte hochzuholen, mit dir aufzulösen, crashen zu lassen, neu zu machen, so dass du eine Neue bist, ein Neuer bist, in einer neuen Welt lebst. Und das geht nur, indem du diesen Weg gehst und zwar weitergehst, immer wieder durchgehst und dich nicht aufhalten lässt von Schmerzen, von alten Fata Morganen, von alten Geschichten. Und ich wünsche mir das unglaublich für dich, dass das jetzt für dich auch deine Realität ist. Und deswegen habe ich nochmal einen Crashkurs angeboten, in dem du innerhalb von 4 Wochen geliebt, verehrt und außergewöhnlich dich fühlen darfst, diese Identität einnehmen darfst, bestimmen darfst, was es für dich heißt, ein Leben zu fühlen, in dem du geliebt, verehrt und außergewöhnlich bist und das hinterher für dich umsetzt. Ich freue mich riesig, wenn du dich jetzt noch anmeldest für diesen Crashkurs. Und wir uns dann sehen, wir starten am 1. Juli und es wird lebensverändernd, wenn du dabei bist und vor allem dabei bleibst,
wenn du deine Sabotagemuster nicht dazu nützt, um dich immer wieder in die Abwesenheit zu bringen, mental, zeitlich oder wie auch immer, weil auch das ist eine Blockade, die wir immer wieder fahren, wo wir unsere eigenen Wünsche hinten ansetzen. Meinen andere Dinge sind wichtiger, sei es zeitlich zu investieren oder finanziell zu investieren. Und bei diesem Crashkurs ist es nicht so, dass du dir das finanziell nicht leisten kannst, sondern es geht wirklich darum, dass du dir auch dieses Investment ganz klar zu Herzen nimmst und dabei bist. Weil egal wie viel du bezahlst, es kommt auf dich drauf an, ob du dabei bist und ob du bleibst. Egal wie viel du dafür bezahlst für dein Traumleben, an Zeit, an Geld, an Liebe, du musst dabei bleiben. Und das üben wir, das zeige ich dir, das lernen wir im Juli. Mache den Juli zu deinem Monat, wo du weißt, ich bin geliebt, verehrt und außergewöhnlich. Ich bin Divine Design. Ich bin hier. Ich freue mich auf dich. Melde dich an auf mywellfeeling.com. Like dieses Video, teile dieses Video. Diese Message muss raus. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was die Wahrheit ist, damit wir nicht in der Lüge gefangen bleiben. Wir sehen uns im nächsten Video.